Es sind keine Kantersiege oder locker herausgespielte Schützenfeste, die Schalke auf den dritten Platz gebracht haben. Königsblau zeichnet sich durch Flexibilität, Effizienz und Konstanz aus. All das, was in den letzten Jahren gefehlt hat. Am Samstag kommt Tabellenschlusslicht Köln und Domenico Tedesco mahnt, den angeschlagenen Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ja, das wär auf jeden Fall fahrlässig zu glauben, dass wir jetzt nach diesem Spiel in Dortmund die Kölner so ein Stück weit im Vorbeigehen schlagen. Weil es eine Mannschaft ist, die unterklassiert ist von den Punkten her, hat zu wenig Punkte, viel zu wenig Punkte als das, was sie spielen. Köln fehlen die Ergebnisse, Schalke hingegen hat sich in den letzten Wochen regelmäßig für seinen Aufwand belohnt, vor allem im Derby. Ja, ich glaube schon, dass so eine Geschichte zusammenschweißen kann. Ich glaube, dass das beste Teambuilding sind solche Geschichten, sind Ergebnisse. Das unglaubliche Comeback gegen Dortmund ist im Langzeitgedächtnis abgespeichert, wie es Tedesco formuliert. Die Schalker gehen trotz des Höhenfluges weiter sehr akribisch vor. Weil wir ganz genau wissen, was wir leisten müssen in der Bundesliga, um ein Spiel zu gewinnen. Wenn Sie sich jetzt die Siege von uns oder auch die Unentschieden von uns anschauen, dann sind das alles Spiele verbunden mit unheimlich viel Arbeit, mit Disziplin, mit Konzentration, mit Mentalität. Und nur das zählt und nur das brauchst du eben auch gegen Köln, ansonsten hast du da keine Chance. Bodenständigkeit und Bescheidenheit, das zeichnet S04 in dieser Saison aus. Domenico Tedesco setzt alles daran, dass das auch so bleibt.